Herren, man darf zitieren, auch sich selbst, das ist möglich. Und jetzt hat Frau Schneider das Wort. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, wir freuen uns über den gefundenen und, wie wir finden, alles in allem wirklich guten Kompromiss und über die Tatsache, dass heute alle Fraktionen zustimmen. Ich habe meinen Vorrednern und Rednerinnen aufmerksam zugehört und festgestellt, der Erfolg hat wirklich viele Väter und Mütter, und das will ich auch nicht schmälern. Ich möchte aber gerade deshalb noch mal daran erinnern, dass am Anfang eine erfolgreiche Volksinitiative stand, dass zu denen, die heute nicht im Raum sitzen, die aber natürlich die Initiative ergriffen haben und die dafür gesorgt haben, dass wir heute zu einem für alle ja so guten Ergebnis gekommen sind. Mehrere Organisationen sind ein Bündnis, ist dem angehören mehr Demokratie, Transparency International, Chaos Computer Club, und die mitgearbeitet haben, das will ich auch mal ausdrücklich erwähnen, weil es ja sonst immer verschwiegen wird, die Piratenpartei, die ÖDP, und auch wir haben da mitgearbeitet, also, und von weiteren wurde das unterstützt. Es waren wirklich viele am Werke, und wie gesagt, wir haben zusammen was Gutes hingekriegt, finde ich. Offenheit und Transparenz sind Grundprinzipien der Demokratie. Demokratie lebt von der Beteiligung jedes einzelnen Bürgers, jeder einzelnen Bürgerin. Mit der Umsetzung des Transparenzgesetzes werden wesentliche Entscheidungsgrundlagen staatlichen Handelns offengelegt. Sie werden kontrollierbar, nachvollziehbar und kritisierbar. Kurzum, sie werden Gegenstand des politischen Meinungs- und Willensbildungsprozesses. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich steht Ihnen das ja, glaube ich, nur zu, aber ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch gar nicht so gut so schlecht wäre, wenn der eine oder die andere nochmal zuhören täte. Konflikte können früh thematisiert und angegangen werden und nicht erst dann, wenn die Entscheidungen schon halb oder ganz umgesetzt sind. Und im Idealfall kann die frühe Einmischung der Bürgerinnen und Bürger Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen korrigieren, die ansonsten sehr teuer werden, wie die schmerzvolle Erfahrung, Klammer auf, Elbphilharmonie, Klammer zu, zeigt. Hier wundere ich mich ehrlich gesagt über die Stellungnahme der Handelskammer, oder eigentlich wundere ich mich nicht so besonders sehr. Ich wundere mich ein bisschen über die Chuzpe, sich über mangelnde Einbindung zu beschweren, während man offensichtlich Gesprächstermine 2 Monate lang nicht wahrgenommen hat. Nicht so sehr wundere ich mich, dass die Kammer das Rücktrittsrecht in § 10 Absatz 2 für inakzeptabel hält, wörtlich inakzeptabel. Wir erleben und erleiden es ja, dass mangelhaft abgeschlossene Verträge auch Nutznießer haben. Nun sollte sich die Handelskammer jedoch nicht ausgerechnet zum Sprecher derjenigen Unternehmen machen, die ganz offensichtlich auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, auf Kosten der Stadt Superprofite machen. Das Rücktrittsrecht wird, da teile ich die Auffassung der Initiative, präventive Wirkung bei der Gestaltung fairer Verträge entfalten. Und was den Umgang mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen betrifft, über den sich die Handelskammer besorgt, verweise ich auf den Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 2010-2011. Dort moniert der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, dass sich die Verwaltungen und Inhaber vermeintlicher Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse längst nicht immer an die klaren Vorgaben der Rechtsprechung halten, sondern dass sie den Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses so weit auslegen, dass nahezu jedes unternehmensbezogene Datum darunter fallen soll. Gipfel des Absurden war, dass die Grabstätte eines Verstorbenen als Geschäftsgeheimnis des Bestattungsunternehmens qualifiziert wurde. Solchen Absurditäten setzt das Transparenzgesetz mit seiner der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entlehnten engen Definition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses ein Ende. Insgesamt der Schritt von der Hohlschuld zur Bringschuld, von der Hohlschuld der Bürgerinnen und Bürger zur Bringschuld der Verwaltung bedeutet einen Paradigmenwechsel. Die Erfahrungen zeigen, dass je schwächer die Informationspflichten sind, desto hartnäckiger sich die Mentalität hält, selbst solche Informationen zu verweigern, die nach der Gesetzeslage gegeben werden müssen. Mit dem Übergang zur Bringschuld, zur proaktiven Veröffentlichung, erhält die Obrigkeit, also ich kann mein eigenes Wort echt nicht mehr verstehen. Frau Schneider hat das Wort. So ist es. Dankeschön. Also, mit dem Übergang zur Bringschuld, zur proaktiven Veröffentlichung erhält die obrigkeitsstaatliche Mentalität des Amtsgeheimnisses, so ist zu hoffen, den Todesstoß. Profitieren werden die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, profitieren werden die Journalistinnen und Journalisten, profitieren werden auch wir Abgeordnete, Herr Tabbert hat es gesagt, die wir oft genug mit unzureichenden Antworten auf unsere kleinen und großen Anfragen abgespeist werden. Zukünftig können wir selber oft nachschauen und davon profitiert dann wiederum die Verwaltung.
Wir sehen für uns eine wichtige Aufgabe darin, dafür zu werben, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten der Information, der Kontrolle und der Beteiligung an Entscheidungen in Zukunft gut nutzen. Dankeschön.